Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Mich freut es außerordentlich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf, den Abend gemeinsam mit Ihnen verbringen darf. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Spaß haben und dass es eine lockere Geschichte wird. Natürlich haben wir ein Thema. Sie hatten schon gesagt, Hoshin Kanri, ich hatte erst vor kurzem einen Termin und dann hat mich der Geschäftsführer gefragt beim Kunden, ist das ein afghanischer Krieger? Dann habe ich gesagt, nein. Dann sagte er, Gesundheit, Hoshin Kanri, Gesundheit. Also es mag vielleicht jetzt für Sie ein bisschen befremdlich sein, dieses Thema Hoshin Kanri, aber eine gute Nachricht ist, Sie werden als Qualitäter, und wir sind ja hier im Kreise der Qualitätsmanager, einige bekannte Themen wiederfinden. Wer hat denn schon mal was vom Thema Hoshin Kanri gehört? Ja, so vereinzelt, super. Für die anderen werden wir eine kurze Einführung machen. Ja, mein Name ist Daniela Kudanatsch. Ich bin seit 2001 Geschäftsführerin von Kudanatsch Consulting. Ich war davor in einem Unternehmen verantwortlich für das Thema Strategieumsetzung. Vielleicht, wenn Sie sich erinnern an das Thema Balanced Scorecard, ist ja durch viele Unternehmen kursiert und man hat diese Scorecards eben eingeführt und ich war da eben in der Controlling-Abteilung dafür verantwortlich. Und so im Nachgang gesehen, muss ich sagen, haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Also wir haben die Strategie bis auf den einzelnen Mitarbeiter heruntergebrochen. Jeder kannte seinen Beitrag zur Strategie. Was das Problem war, es ist unterjährig überhaupt nichts damit passiert. Es ist kräftig an Reports gesammelt worden, Kennzahlen sind reported worden, aber unterjährig ist nicht damit geführt oder wieder gesteuert worden. Ich habe dann auch noch das Thema Lean Management auf den Tisch bekommen. Das Einzige, was erfolgreich rückblickend war, dass ich einige Ausbildungen hatte, einen Koffer voll Werkzeugen. Und es war dann so für mich der Sprung sozusagen in die Selbstständigkeit vor dem Hintergrund, mich stärker mit dem Thema Führung, Führungskultur und Change Management zu befassen. Ich habe dann viele Weiterbildungen in dem Bereich gemacht, im Bereich Führen und Coachen, im Lean-Bereich, im KVP, zum Cutter-Manager, wer dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Habe mich im Change-Management weitergebildet, Team-Coaching bis hin auch zu einer systemischen Coaching-Ausbildung, weil ich immer wieder vor der Herausforderung stand, wie kann ich Widerstände und Blockaden der Beteiligten irgendwie auflösen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nichtsdestotrotz habe ich das Thema der Strategieumsetzung nie verlassen. Ich habe viele Unternehmen begleitet. Sie sehen hier das Buch der Balanced Scorecard, wo ich auch schon vor 10, 15 Jahren viele ihrer Regionalkreise auch besucht habe und auch über dieses Thema referiert habe. Aber wie es eben so ist, es kommen eben immer wieder neue Management-Themen und da muss man natürlich auch als Berater irgendwo State of the Art sein. Ich war auch beratend bei Toyota, so Anfang 2000 tätig, bis dann eben so ein Mitarbeiter gekommen ist und mich gefragt hat, ja, wieso macht ihr jetzt hier eigentlich Balanced Scorecard, wenn die Mutter in Japan Hoshin Kanri macht? Naja, und ich war eigentlich schon immer so irgendwie unzufrieden mit der Balanced Scorecard aus den besagten Gründen, habe mich dann mehr mit diesem Hoshin Kanri-Thema befasst, habe gemerkt, das kommt sehr stark aus dem Total Quality Management Bereich, hat sehr enge Berührungspunkte mit Lean Management und ja, habe mich stärker mit dem Thema befasst, habe gemerkt, es ist noch relativ unbekannt in Deutschland, habe aber für mich die Hypothese aufgestellt, Balanced Scorecard hat nicht funktioniert, es ist teilweise total verbrannt in den Unternehmen und habe mich näher damit befasst, bis hin, dass eben eines meiner nächsten Bücher herausgekommen ist, 2013, vom Schäfer-Pöschel Verlag veröffentlicht, war, sagen wir mal, eines der bestverkauften Managementbücher im Verlag. Und kommt jetzt 2019 im März die Neuauflage heraus. Insofern habe ich noch einen Bestand an Büchern und die will ich heute vielleicht auch noch so, wenn sie noch da sind, hoffentlich auch gerne verlosen und mit ein paar anderen Gimmicks auch noch. Also insofern hoffe ich, dass Sie auch alle da bleiben und mir aus dem Vortrag nicht wegrennen. Ja, wer steckt sonst noch hinter Kudanatsch Consulting? Eben, dass wir sehr viel mit dem Thema Strategie zu tun haben. Ja, also Geschäftsführung, Vorstände, die haben so ihre Strategien im Kopf sehr wenig oder sehr nebulös niedergeschrieben. Und jetzt ist ja häufig die Herausforderung, diese Strategien in das Unternehmen hereinzubringen, herunterzubrechen.
Wir finden dann häufig, dass viel auch am Shopfloor gemacht wird. Aber die große Herausforderung liegt Ende des Tages daran, beides miteinander zu verknüpfen, sodass wir eigentlich ein großes Ganzes haben und dass eben alle entsprechend der Strategie arbeiten. Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe über die vielen Jahre, war, dass eben das erfolgsentscheidende Kriterium die Führungskräfte sind, die auf jeder Ebene auch in der Lage sind, die entsprechenden Ziele, die sie bekommen, anzunehmen, nicht groß rumdiskutieren und eben auch eben an die zweite, weitere Ebene entsprechend weitergeben. Wer steckt hinter Kudanach Consulting? Ich habe eine Handvoll Berater, so knapp 10 Berater, so eine Mischung zwischen Festangestellten und Freiberuflern, die alle viele Jahre als Manager, Führungskräfte in den Unternehmen tätig waren und ja, jetzt sich eben in unseren Tätigkeitsfeldern bewegen, die sich hauptsächlich im Bereich Strategieentwicklung bewegen, mit den ganzen gängigen Strategietools über Balance Scorecard, Hoshin-Kanri. Im Bereich Lean Management sind wir sehr stark unterwegs, aber der Schwerpunkt liegt auch sehr stark auf dem Thema Führungskultur, Coachen und Führen in den entsprechenden Veränderungsprozessen. Offene Seminare, um hier noch ein bisschen Werbung zu machen, bieten wir an, haben auch eine enge Kooperation mit dem Jeff Leiker. Wer im Lean-Umfeld tätig ist, sollte dem etwas sagen. Da sind wir auch die entsprechende europäische Repräsentanz, wenn es eben auch um weltweite oder globale Projekte geht. So viel zum Werbungsblock. Ich habe mich versucht, entsprechend kurz zu halten und würde jetzt auch gerne ins eigentliche Thema einsteigen. Wenn es Fragen gibt, natürlich gerne auch im Nachgang. Wenn ich Sie jetzt fragen würde oder frage, was aktuell die erfolgreichsten Unternehmen sind, da bin ich überzeugt, dann würden eben genau diese Antworten kommen wie Amazon, Google, Microsoft, Facebook, die aktuell eben auch, sagen wir mal, die Welt mit ihren Top-Umsätzen beherrschen. Und es zeigt auch entsprechend diese Studie, die sich eben damit befasst hat, was sind eigentlich die Stand heute Top-Unternehmen. Aber das Tolle ist, diese Studie blickt auch einfach nochmal zurück. Nicht nur Stand heute die erfolgreichsten gerankten Unternehmen, sondern welche Unternehmen waren denn vor 100 Jahren die erfolgreichsten Unternehmen? Und sind diese Unternehmen Stand heute auch noch unter den Top 10? Und dann sieht man, dass eigentlich das Ranking dramatisch gewechselt hat. Es ist nahezu kein Unternehmen mehr unter den Top 10 auf diesem Planeten. Die Tech-Unternehmen beherrschen diesen Markt. Außer ExxonMobil, die wir hier noch sehen, das einzige Unternehmen, hervorgegangen aus einem Joint Venture von Standard Oil & Poor's, es ist das einzige Unternehmen, das innerhalb der letzten 100 Jahre noch unter den Top 10 Unternehmen gerankt ist. Und ja, wir denken dann alle, diese Top-Unternehmen werden auch weiterhin den Markt beherrschen, wenn eben das auch, sagen wir mal, eine Vorhersage wäre. Aber ich denke auch, dass alle Unternehmen vor 100 Jahren auch irgendwo eine Strategie hatten. Ja, die haben sich bestimmt auch irgendwo auf die Fahne gesetzt. Wir wollen mindestens unsere Marktposition halten, wenn nicht sogar verbessern. Die Frage ist aber, wie gut ist der Plan aufgegangen und warum ist es so schwierig, die Marktposition entsprechend über die Jahre zu halten? Schauen wir uns noch mal eine andere, sehr interessante Studie an. Hier wurde mal rückblickend auf die letzten 30 Jahre von den US-amerikanischen und an der Börse notierten Unternehmen untersucht, wie hoch ist denn die durchschnittliche Aktienrendite. Und da sieht man, dass von diesen ja, knapp 600 an der US-amerikanischen Börse notierten Unternehmen nur knapp 15 Unternehmen eine durchschnittliche Aktienrendite von, ja, sagen wir mal, 20% hatte. Durchschnittlich über die letzten 30 Jahren. Wenn ich das gewusst hätte, damals, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr dastehen.
Ja, aber man sieht, was auch entsprechend möglich ist, wo man Unternehmen hier liest, die vielleicht einem erstmal gar nicht sagen. Also da ist zum Beispiel ein Walmart drin. Ja? Da geht man gerne in den USA zum Einkaufen. Aber dass es so ein höchst erfolgreiches Unternehmen ist, ist einem so gar nicht bewusst. Und man hat dann auch weiter in diese Top-Unternehmen hereingeschaut und hat sich mal Gedanken gemacht, ja, warum sind die denn eigentlich so erfolgreich? Was sind die Managementpraktiken dieser Unternehmen? Und was man festgestellt hat, dass diese Unternehmen durchaus dem Thema Strategieentwicklung einen großen Beitrag leisten, aber viel wichtiger und viel mehr Gewicht geben sie der Strategieumsetzung. Ich weiß nicht, ob das in Ihren Unternehmen auch so ist. Meine Erfahrung ist, dass oft sehr viel und sehr viel Zeit in die Strategieentwicklung gelegt wird. Man fängt dann schon Mitte des Jahres an, sich mit dem Thema Strategie zu entwickeln, geht dann eben bis weiter ins neue Jahr und bis man dann schaut, ist gar keine Zeit mehr für den unterjährigen Strategieumsetzungsprozess. Aber was diese Unternehmen sagen, ist, dass die Welt sich momentan so schnell verändert. Wir müssen agiler werden, wir müssen als Unternehmen flexibler werden, sodass wir eigentlich viel mehr Fokus auf das Thema Strategieumsetzung legen müssen, aber nicht so stark auf die Strategieformulierung. Diese Unternehmen haben alle irgendeine Art von Managementsystem, wie sie Strategie entwickeln und umsetzen, etabliert. Der gemeinsame Nenner ist eine Methodik, die sehr stark aus dem Japanischen kommt. Und diese Methode nennt sich Hoshin Kanri. Hoshin Kanri bedeutet übersetzt die Kompassnadel, sprich gibt dem Unternehmen eine Richtung und das Kanri da hinten, schau, dass du entsprechend das, was du dem Unternehmen als Richtung gibst, unterjährig auch gut umsetzt. Und das Schöne ist, und das werden Sie hier auch gleich merken als Qualitäter, die Hauptwerkzeuge, mit denen Hoshin Kanri, auch in vielen Unternehmen genannt Policy Deployment, umsetzt, dass fast alle aus dem Qualitätswesen kommen. Denn die Ursprünge auch von Hoshin Kanri liegen im Total Quality Management. Und ja, was ist so eines der Hauptwerkzeuge, die Sie alle als Qualitäter kennen? Der PDCA-Zyklus. Das ist das Herz von Hoshin Kanri. Und jetzt kann man überlegen, ist es eine japanische Methode oder nicht. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben sich auch die japanischen Manager nach dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv von unseren amerikanischen Qualitätspäpsten schulen lassen, wie ein Deming, wie ein Shuran, wie ein Ishikawa, und haben dann diese Qualitätstechniken für sich übersetzt und damit versucht, Strategieumsetzung noch effizienter, noch besser zu betreiben. Also Hoshin gibt dem Unternehmen eine Richtung wie eine Kompassnadel und das Kanri ist da hinten entsprechend die unterjährige Umsetzung. Denn um was geht es? Es geht darum, die Ziele einheitlich auszurichten. Und was wir sehr häufig in den Unternehmen finden, ist, dass so häufig keine Richtung da ist. Aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder nicht definiert, nicht klar konkretisiert, nicht formuliert, keine klare Priorisierung drin. Es werden Ziele irgendwie in das Unternehmen heruntergeworfen, sodass jeder seine eigenen Ziele definiert und in seinem Silo weiterarbeitet. Aber eine ganzheitliche Zielausrichtung findet häufig sehr, sehr selten statt. Und da bietet der Hoshin Kanri-Ansatz einen relativ einfachen, in der Praxis doch wieder nicht so einfach umzusetzenden Prozess, der eben sagt, überleg dir als Unternehmen, mittel- bis langfristig, wo willst du hin? Gib dem Unternehmen eine Vision, einen Nordstern, übersetz diesen Nordstern entsprechend in eine Strategie, wie du dich als Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren aufstellen möchtest und überleg dir, anhand welcher wesentlichen Ziele möchtest du dein Unternehmen steuern, mittelfristig. Und dann gelangt man in einen jährlichen Plan-Do-Check-Act-Zyklus, den Sie ja alle kennen als Qualitäter, einen Regelkreis, wo es darum geht, sich Gedanken zu machen im Sinne eines Planungsprozesses, was bedeutet das jetzt für das kommende Jahr, wie breche ich entsprechend die Ziele auf die nächsten Ebenen herunter, sodass jeder weiß, was ist mein Beitrag,
Wie steuere ich die unterjährige Umsetzung und stelle sicher, dass wir auch regelmäßige Checkzyklen haben? Und zwar nicht nur einmal im Jahr, wie es häufig in den klassischen Zielvereinbarungsgesprächen der Fall ist, sondern sehr kurzzyklisch, unterjährig, um eben agil und flexibel auf mögliche Änderungen im Wettbewerbsumfeld entsprechend agieren und antworten zu können. Und am Ende des Jahres die Frage nach dem Act: Was haben wir gelernt aus dem Prozess? Wo müssen wir gegebenenfalls wieder Anpassungen vornehmen aus der Strategie heraus? Also insofern sehen Sie, keine Rocket Science, und Hoshin Kanri bedient sich entsprechend den Werkzeugen aus dem Total Quality Management. Jetzt haben wir ja heute nicht so lange Zeit und ich könnte Ihnen heute wahrscheinlich bis Mitternacht erzählen, was steckt alles hinter Hoshin Kanri. Ich möchte mich aber auf drei wesentliche Themen fokussieren, wo ich der Überzeugung bin, dass da dieser Ansatz einen entsprechenden Mehrwert bietet. Zunächst mal möchte ich eingehen auf das Thema der Durchbruchziele. Wir hatten ja gesagt, die Durchbruchziele leiten sich idealerweise aus der Strategie heraus ab, sind so auf einen mittelfristigen Zeithorizont ausgelegt. Und wie der Name Durchbruch schon sagt, naja, sollte es sich schon um irgendetwas handeln, was schon eine signifikante Veränderung im Unternehmen bewirkt. Wenn man das Thema Durchbruch ja beim Wort nehmen würde, kann man es auch untersetzen mit etwas bahnbrechend Neuem, wo man sich als Unternehmen überlegen kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich das bahnbrechend Neue? Ist es eine neue Entwicklung, wo ich mich anders am Markt positioniere, um mich entsprechend vom Wettbewerb abzuheben? Ist es, dass ich eben eine entsprechende Innovationsführerschaft an den Markt lege? Oder was verstehen wir denn unter dem Thema Durchbruch? Am Ende des Tages kann man sagen, schau als Unternehmen, dass du dich auf diese wesentlichen Ziele zumindest fokussierst. Die Balance Scorecard noch vor vielen Jahren, die hatte gesagt, naja, kümmere dich mal in deinem Unternehmen darum, in verschiedenen Perspektiven dich auszurichten und schau, dass du das auf 20 Ziele, sag mal, fokussierst. Aber 20 Ziele, wer kann das entsprechend irgendwo handeln? Die Idee ist es hier in dem Ansatz, sich auf maximal 3 Durchbruchziele zu fokussieren. Bedeutet aber, dass ich mir sehr klar sein muss, was sind die Durchbruchziele, und bedeutet auch, dass ich irgendwo mein Tagesgeschäft auch im Griff haben muss, weil ich vielleicht nicht alles entsprechend abdecke. Und das würde ich Ihnen gerne noch mal kurz skizzieren, was damit gemeint ist. So, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Unternehmen und haben hier einfach mal so die Hierarchieebenen abgetragen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben hier irgendwo eine Geschäftsführung, dann meist irgendwie Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter und Mitarbeiter. Ja, so eine klassische Organisationsstruktur. So, dann, und hier haben wir dann mal so einen klassischen Arbeitstag, den kürze ich jetzt mal mit AT ab. Also die zur Verfügung stehende Zeit entsprechend an einem gewöhnlicher Arbeitstag. Dann idealerweise sollte es doch so sein, dass Sie weiter oben Sie in der Hierarchieebene sind, sich mehr um strategische Aufgaben kümmern. Aufgaben. Also genau die Fragestellung, die wir gerade diskutiert haben. Wo können wir uns denn zukünftig am Markt positionieren? Wodurch schaffen wir einen Wettbewerbsvorteil? Was sind unsere bahnbrechenden Ziele oder Veränderungen, die hierfür notwendig sind? Also die Durchbruchziele. Das sollte ja die Aufgabe hier oben sein. Je weiter runter ich komme in der Ebene, bin ich vielleicht mehr im operativen Tagesgeschäft eingebunden. Ja, und ich muss schauen, operatives Tagesgeschäft, dass ich die Anforderungen des Kunden entsprechend erfülle. Und zwischendrin, überall, haben Sie idealerweise Aktivitäten, die in Richtung KVP oder auch Lean-Management zielen. Idealerweise auf jeder Ebene. Ja, wenn ich mir das so anschaue,
dann würde ich mir wünschen, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Was glauben Sie denn? Wie schaut die Realität aus? Schaut bei Ihnen das auch so aus? Bitte? Theoretisch. Wie schaut es denn aus bei Ihnen? Bitte? Steile Kurve, oder? Eine steile Kurve. Also die Diagonale so ein bisschen so nach ganz oben. Bei Ihnen auch so? Also ich versuche es mal so ein bisschen zu skizzieren. Also so, zumindest so wie ich es häufig erlebe. Bei Ihnen ist es vielleicht ganz anders. Mag ja sein. Aber ich erlebe es häufig so. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ja, der Anteil, den sich ein Management um strategische Aufgaben kümmert, sehr klein ist und sehr stark in operativen Tätigkeiten eingebunden ist. Firefighting, Feuerwehr spielen, in operativen Aufgaben drin, sehr lösungsorientiert, bis hin, dass Themen vorgegeben sind und der Anteil hier entsprechend sehr groß ist. Und außerdem der Anteil für KVP oder Lean-Aktivitäten entschwindend gering. Das bedeutet also, wenn Sie sich als Unternehmen tatsächlich überlegen, mit dem Thema Durchbruchziele zu agieren, aber hier eigentlich noch total im Firefighting-Modus unterwegs sind, würden Sie ja, der Unternehmung keinen wirklichen Gefallen tun. Deswegen versuchen viele Unternehmen, sich eher dem Thema anzunähern, indem sie das Thema ja, der Zieldefinition eher als einen evolutionären Prozess ansehen und eher die Themen aus dem operativen Tagesgeschäft zu Durchbruchzielen machen. Aber versuchen, einen gewissen Fokus reinzubekommen, sodass man sagt, naja, nicht mit 20 Zielen des Unternehmens zu steuern, sondern mit den drei wesentlichen Hauptzielen, die vielleicht sogar ein bisschen höher sind. Man sagt auch Stretch-Ziele, als sie es bisher waren. So können Sie sich mal für Ihre Unternehmung überlegen, wo Sie hier stehen. Das Ganze ist auch sehr stark von einem gewissen Reifegrad abhängig. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, auch gemeinsam mit einem Management sich erstmal auf die wesentlichen drei Hauptziele zu fokussieren, um auch eine Priorisierung hineinzubekommen. Und da bietet sich ja, der Hoshin-Ansatz sehr gut an. Und ich will Ihnen einfach mal so ein Beispiel aus der Praxis bringen, wie sowas ablaufen kann. Also wenn Sie sich mit dem Thema der Definition von diesen Durchbruchzielen befassen, dann idealerweise machen Sie es nicht im stillen Elfenbeintürmchen. Häufig sitzt ja der Vorstand ganz oben vielleicht zusammen, eine Woche eingesperrt und überlegen sich entsprechende Ziele oder Strategien. Das wollen wir nicht, weil wir wollen eben insbesondere die nächste Ebene hier mit einbinden. Sodass man sich mal im Management-Team trifft und die entsprechenden Durchbruchziele, die entsprechenden Jahresziele, entsprechende Prioritäten, entsprechende Erfolgsindikatoren für das nächste kommende Jahr definiert. Und das ist eine Geschichte, die wird sehr stark von dem Thema Hoshin Kanri begleitet. Und da gibt es ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug, um diese Dinge mal auf einem Blatt Papier zu verschriftlichen, wird die sogenannte X-Matrix genannt. Schon mal was von der X-Matrix gehört im Zusammenhang mit Hoshin Kanri? Ja? Ich war lange kein Freund von der X-Matrix, muss ich sagen, weil ich so ein bisschen ein verbranntes Kind mit der Balance Scorecard bin und man nur dann diskutiert, was kommt in welche Zeile und welche Spalte. Aber wie ich dann gemerkt habe, dass das Management total auf die X-Matrix abfährt, habe ich mir gedacht, dann kann es ja vielleicht gar nicht so schlecht sein. So, ich würde jetzt gerne mal das Geheimnis lüften, was hinter dieser X-Matrix steckt. Und zwar ist es nichts anderes, auf einem Blatt Papier die wesentlichen Themen für das Unternehmen entsprechend festzulegen. Das Papier wird entsprechend durch das X, deswegen X-Matrix, automatisch in vier Felder geteilt. Hier unten sehen Sie die Durchbruchziele, die wir definiert haben, wo man sagt, okay, versucht euch auf drei wesentliche Durchbruchziele zu fokussieren. In dem Fall ging es um die Erhöhung des Umsatzes, es ging um entsprechend eine Deckungsbeitragsgröße
und auch um eine Liefertreue, die das Unternehmen für wichtig erachtend hat für die nächsten Jahre, weil sie dadurch entsprechend ihre Wettbewerbsposition entsprechend verbessern konnte. Also drei Ziele auf einer obersten Ebene, wohl wissend, dass wir ja später auch in eine weitere Kaskadierung auf die nächsten Ebenen gehen. Also 3 Jahre ein Durchbruchziel, das dann auf der linken Seite entsprechend über die Jahresziele abgedeckt wird, wo man sich überlegt, naja, wenn wir jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre die Durchbruchziele definiert haben, was heißt es dann entsprechend auf der Jahresebene? Und dann sich überlegen, wie können wir diese Ziele entsprechend umsetzen und definiert entsprechende Prioritäten auf der obersten Ebene, die dann entsprechend durch die Verbindung dieser Punkte auf die entsprechende Jahresziele einzahlen. Also ich muss mir überlegen, was sind jetzt entsprechende Prioritäten auf einer Top-Ebene, die den Umsatz beeinflussen. Sicherlich etwas, was mit Kundenentwicklung zu tun hat. Vielleicht etwas Richtung Innovation. Bei Profitabilitätsthemen muss ich mir überlegen, wie kann ich eben entsprechend beispielsweise Materialkosten, Personalkosten entsprechend beeinflussen und was kann ich tun, um die Liefertreue zu beeinflussen. Also die Hauptprioritäten für das kommende Jahr. Auf der rechten Seite entsprechend die Frage, wie kann ich die Prioritäten messen? Was sind meine entsprechenden Erfolgsindikatoren, um unterjährig eine Idee zu bekommen, wo stehe ich? Und dann entsprechend auf der rechten Seite festzulegen, wer ist denn entsprechend verantwortlich. Die X-Matrix an sich gehört der Geschäftsführung. Und hier auf dieser Ebene wird definiert, auf der nächsten Ebene, wer entsprechend für diese Verbesserungsprioritäten verantwortlich ist. Das wäre jetzt eben in unserem Fall hier aus dem Beispiel der Leiter Vertrieb, der Leiter Produktion, der Leiter Entwicklung, die eben für die Umsetzung dieser Themen den Hut aufhaben. Der Vorteil ist, Sie haben, sagen wir, die wesentlichen Themen auf einen Blick und stellen sicher, dass diese Erfolgsindikatoren auch unterjährig gemessen werden. Von den Verantwortlichkeiten, wer einen schwarzen Punkt hat, hat die Hauptverantwortung und wer entsprechend einen weißen Kringel hat, hat eine unterstützende Funktion. Das heißt, Sie haben in dieser Zielklausur schon eine erste horizontale Abstimmung, bevor überhaupt ein Ziel an die nächste Ebene geht. Und diese Erfolgsindikatoren, die werden dann entsprechend über das kommende Jahr beplant und im Sinne eines Bowling-Charts, das ist nichts anderes als ein Ausdruck für einen Soll-Ist-Vergleich, entsprechend unterjährig gemessen, sodass man weiß, wie gut sind wir da entsprechend unterwegs. Also, nochmal zusammenfassend, alleine durch das Werkzeug der X-Matrix haben Sie die Möglichkeit, in diesem ersten Schritt gemeinsam zwischen Geschäftsführung und der entsprechenden Bereichsleiterebene eine Art Zieltransformation zu machen, wo man sich überlegt, was sind die entsprechenden Ziele, Hauptziele für das Unternehmen und wer ist entsprechend auf der nächsten Ebene verantwortlich, inklusive entsprechend der horizontalen Abstimmung, bevor es auch generell in die nächste Ebene geht. Die horizontale Abstimmung, hier nochmal so ein Beispiel, wie die stattfinden kann, dass man jetzt so ein Thema hat wie die Liefertreue, wo festgelegt würde, wir müssen die Liefertreue entsprechend erhöhen, weil das eben für uns ein wesentliches Thema ist, mit in einer entsprechenden Priorisierung, dass auch der A3-Report, den Sie alle kennen, auch entsprechende Anwendung findet. So, jetzt haben wir so ein bisschen das Dilemma. Der Leiter Produktion, der ist für die Liefertreue zuständig, aber die Methodenhoheit, was den A3-Report und die Anwendung angeht, liegt entsprechend bei dem Leiter des Lean-Managements in der Verantwortung. Was bedeutet, die beiden sollten sich entsprechend abstimmen, horizontal, wer welche Anforderungen hat, um sicherzustellen, dass nicht irgendwie an der Liefertreue gearbeitet wird, sondern dass konsequent mit Problemlösungsprozessen die entsprechenden Hebel definiert werden. Das gehört alles noch zur Planung in dem Jahres-PDCA. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir eben auf den oberen beiden Ebenen die Ziele definiert,
wie geht es jetzt weiter? Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Unternehmen ist. Ich habe so häufig das Gefühl, es werden Kennzahlen oder Ziele definiert und die werden einfach so in die Organisation hereingeworfen. So ein Klassiker, mein Lieblingsbeispiel ist so das Thema Produktivität. Schauen Sie mal in Ihre Unternehmung rein, wo überall das Thema der Produktivität ein Ziel ist. Das geht bis hier runter auf die Teamleiterebene. Und dann schauen Sie mal auf Shopfloorboards und dann schauen Sie mal näher an, wie so eine Produktivität gemessen wird und dann steht dann dort Umsatz pro Mitarbeiter. So, und jetzt kann sich natürlich so ein Teamleiter oder so ein Meister überlegen, naja, also Umsatz tue ich mich ein bisschen schwer, den zu beeinflussen, das machen ja die Kollegen aus dem Vertrieb. Mitarbeiter, naja, also das ist jetzt auch nicht die Geschichte, die wir unbedingt wollen. Also hat er hier unten sehr wenig Einflussgrößen. Anderer Klassiker, Thema Anlageneffizienz, OEEs. Wie häufig wird mit solchen Kennzahlen auf unteren Ebenen hantiert? Keiner weiß, wie sie sich zusammensetzen, keine Akzeptanz und null Beeinflussbarkeit auf den unteren Ebenen. Und da muss er einfach sagen, da bieten viele dieser bisherigen Zielvereinbarungsprozesse oder auch Zielentfaltungssysteme keine Methodik. Ja, man wird irgendwie allein gelassen, bekommt vielleicht von oben ein Ziel vorgegeben und jetzt muss man eben schauen auf meiner entsprechenden Ebene, wo ich unterwegs bin, naja, was mache ich mit dem Ziel? Ich nehme immer den Weg des geringsten Widerstands und gebe es halt einfach weiter in die nächste Ebene. Die wird schon damit was anfangen können. Und so verbrennen Sie sehr, sehr schnell Zielvorgaben, Kennzahlen und vor allem ist es sehr wenig Akzeptanz in den Unternehmen da. Die Vorgehensweise, wie jetzt Hoshin Kanri an dieses Thema herangeht, ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Denn Hoshin Kanri sagt jetzt, ich bleibe jetzt mal wieder beim Beispiel der Produktivität, sagt jetzt, naja, also wenn du jetzt hier ganz oben das Thema der Produktivität hast, die wir entsprechend steigern wollen, wenn es eben unsere Zielvorgabe ist, dann überleg dir doch bitte auf der nächsten Ebene allein mit der Frage nach dem Wie, was ist denn auf deiner nächsten Ebene der Beitrag zur Erreichung des Zieles der Produktivität? Wenn ich jetzt in einem Bereich bin, wo ich vielleicht mehr Anlagen habe, dann ist es vielleicht eher, dass ich die Maschineneffizienz erhöhen kann. Weil das entsprechend mein Beitrag ist, den ich leisten kann, nach bestem Wissen und Gewissen zur Produktivität beizutragen. Bin ich mehr in einem entsprechend, darf ich Ihnen das mal kurz geben? Danke. Bin ich eher mehr in einem Bereich unterwegs, wo ich mehr manuelle Tätigkeiten habe, dann ist es vielleicht die Mitarbeitereffizienz. Die ich steigern möchte. Und bin ich vielleicht sogar mehr in Projekten unterwegs, dann mag es sein, dass es eher die Projekteffizienz ist. Oder eine Art von Prozesseffizienz. Das heißt, mein Zielbeitrag kriegt automatisch einen anderen Charakter, im Gegensatz, als wenn ein Produktivitätsziel einfach so ins Unternehmen herunterplumpst. Und idealerweise, wenn Sie das wieder beziehen auf das Zielabstimmungsgespräch zwischen Geschäftsführer und Bereichsleiter, stimmen die sich natürlich auch entsprechend ab und spielen ihre Lösungsvorschläge wieder an die obere Ebene zurück. So, und wenn wir hier mal weitermachen mit dem Thema der Mitarbeitereffizienz, weil das mein Beitrag ist, dann kann ich ja auch wieder an den nächsten Bereich oder meine nächste Führungskraft sagen, naja, überleg dir halt mal, wie kannst du das Thema der Mitarbeiter, der Maschineneffizienz beeinflussen? Und dann kann ich mir Gedanken machen und sagen, naja, also ich kann die Verfügbarkeit erhöhen. Weil die Verfügbarkeit der Maschinen, die ich steigern kann, einen relevanten Beitrag zur Erreichung der Maschineneffizienz haben. Und ich kann wieder an meine Führungskraft sagen, naja, jetzt haben wir das Thema der Verfügbarkeit, an dem wir arbeiten. Was ist jetzt euer Beitrag, um entsprechend die Verfügbarkeit zu erhöhen? Und kann ich sagen, naja, also bei uns ist ein großes Thema die Stillstände. Also ich möchte die geplanten Stillstände, die möchte ich
reduzieren. Weil das ein wesentlicher Beitrag ist. Und gebe dann wieder an meine nächste Ebene das Ziel, wo ich sage, naja, jetzt überlegt euch mal die geplanten Stillstände. Wo ist hier eigentlich der Haupthebel? Ja, indem ich zum Beispiel die Rüstzeiten reduziere. Weil wir denken und durch unsere entsprechenden Aufzeichnungen die Rüstzeiten eine große Rolle spielen. Und irgendwann komme ich jetzt entsprechend auf eine Aktionsebene, wo ich mir dann auf der untersten Ebene Gedanken mache, durch welche Aktionen kann ich entsprechend die Rüstzeiten beeinflussen, indem ich zum Beispiel einen SMED-Workshop mache. So, und da sehen Sie, dass alleine durch die Frage nach dem Wie inhaltlich ein Ziel, was sonst irgendwie in eine Organisation herunterplumpst, einen ganz anderen Charakter bekommt und ein Ziel nicht kaskadiert wird, sondern eher in einen Transformationsprozess kommt. Und wir eben auch vor allem die nächste Ebene durch die eigenen Lösungsansätze, die Sie bringen, mit ins Boot holen und auch sicherstellen, dass hier Themen diskutiert werden, die auf den nächsten Ebenen auch beeinflussbar sind. Und nicht irgendwelche Dinge, die herunterplumpsen und überhaupt gar keine Einflussbarkeit mehr auf den unteren Ebenen hat. Dieser Prozess, das dürfen Sie mir glauben, ist nicht einfach. Der bedeutet viel Übung. Und wo glauben Sie denn, bedeutet der am meisten Übung? Bei wem? Bitte? Bei den Führungskräften und zwar ganz weit oben. Warum? Weil der klassische Manager ja sehr operativ unterwegs ist. Das heißt, er denkt auch sehr operativ. Und Sie glauben gar nicht, wie häufig wir bei solchen Zielen Themen auch in so einer X-Matrix drinstehen haben, die eigentlich einen Charakter haben, was eigentlich gleich in einen Aktionsplan überführt werden müsste, weil Sie eben so operativ denken. Und Sie, wenn Sie hier oben schon operativ Ziele definieren, ja, was wollen Sie dann weiter in die Organisation hinbringen? Nichts, weil eben das Operative schon entsprechend oben sozusagen verbrannt ist. Und dieses Denken in diesen Ursache-Wirkungszusammenhängen, da steckt unheimlich viel Potenzial in den Unternehmen. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Aber das Schöne ist, es gibt einen Prozess, es gibt eine Methodik, wie wir diese Denke stärker in die Köpfe von Führungskräften hineinbekommen. Und das Schöne ist, diese Art, wie eben kaskadiert wird, das wird durch die X-Matrix wunderbar begleitet. Denn die X-Matrix sagt hier oben ganz einfach, das, was hier als Priorität definiert wurde, auf einer entsprechenden Ebene der Bereichsleiter in unserem Fall, das wird automatisch zur Zielvorgabe für die nächste Ebene. Und es kommt in die X-Matrix der nächste Ebene sozusagen als Ziel und die nächste Ebene, die überlegt sich jetzt wieder, was können wir tun, um diese Ziele zu erreichen. Schaut in der Praxis so aus, ich habe hier nochmal das Praxisbeispiel, dass die X-Matrix der oberen Ebene, die gehört jetzt dem Leiter Produktion. Wenn Sie sich erinnern, der war vorhin noch auf der rechten Seite in der Top-Level-X-Matrix. Das heißt, seine Ziele, wo er einen schwarzen Punkt hatte, diese Ziele, die werden für ihn automatisch zur Zielvorgabe, hier auf der linken Seite. Und er kann sich jetzt wieder mit seinem Team, die dann hier auf der rechten Seite stehen werden, überlegen, was können wir jetzt wieder tun, um entsprechend die Ziele, die wir bekommen haben, zu erreichen. Und so funktioniert dieser Zieltransformationsprozess nach der Hoshin-Kanri-Methode. Er wird auch entsprechend von der X-Matrix begleitet, sodass wir da eigentlich eine ganz schöne Steilvorlage haben. Ja, das wäre dann hier mal so eine ausgefüllte X-Matrix des Leiters der Produktion. Wir haben hier seine entsprechenden Jahresziele. Hier unten ist noch das Gesamtjahresziel des Unternehmens. Hier hat er seine entsprechenden Schwerpunktthemen wieder mit seinem Team definiert. In dem Sinne sind es hier die entsprechende Gruppenleiterebene. Wir haben auch definiert, wer entsprechend auch horizontal einen Beitrag liefern kann und messen natürlich dann auch den entsprechenden Fortschritt durch die
entsprechenden Erfolgsindikatoren. Sodass wir eigentlich so Schritt für Schritt auf die nächsten Ebenen kommen. Aber jetzt haben wir ja gesagt, irgendwie muss ja auch wieder der Ball zurückgespielt werden. Im Hoshin-Kanri-Prozess heißt es der Catchball-Prozess. Was nichts anderes bedeutet, ich bekomme einen Ball, ja, den muss ich auffangen, um hier entsprechend meine Ziele zu definieren. Aber jetzt will natürlich wieder die obere Ebene wissen, ja, was haben die sich da eigentlich ausgedacht? Was sind die Lösungsansätze? Wir haben ihnen jetzt die Freiräume gegeben, aber wir müssen schon auch irgendwo sicherstellen, dass diese Themen auch entsprechend Hand und Fuß haben. Das Ganze wird dann zurückgespielt in eine entsprechende Klausur mit dem Management. Ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele aus der Praxis mitgebracht, wo die nächste Ebene eben die Lösungsansätze zurückspielt, wo auch nochmal die crossfunktionalen Zusammenhänge definiert werden, wo auch vor allem das Management auch nochmal die Lösungsansätze, die hier definiert wurden, durchaus auch nochmal in einer gewissen Weise challenged und sicherstellt, dass das auch entsprechend verknüpft ist mit den oberen Zielen. Also es ist ein, ja, auf der einen Seite ein Top-Down-Ansatz, der aber sehr viele Freiheitsgrade lässt, auf der nächsten Ebene sich Lösungsansätze auszudenken und auch mit den Ideen, die eben aus der Mannschaft kommen, bottom-up wieder abzugleichen. Und das macht diesen Ansatz so stark. Denn wenn Sie nur bottom-up arbeiten, ja, dann laufen Sie natürlich sehr schnell Gefahr, dass sich gar nichts bewegt, weil jeder in eine unterschiedliche Richtung arbeitet. Denken Sie nochmal an Ihren Physikunterricht zurück. Was ist denn mit einer Kugel? Was ist denn mit einer Kugel, wo an jeder Ecke gezogen wird? Was passiert mit der? Die bleibt stehen. Passiert nichts. So, warum? Weil sich jeder fragt, und es ist ja auch nicht. Bitte? Weil die Kugel keine Ecke hat. Ja, oder so, genau. Weil sich jeder fragt, was können wir verbessern? Ja, wenn ich keine Richtung habe, dann frage ich mich natürlich, ja, was kann ich alles machen? Ja, natürlich, ich kann ganz viel machen. Und ich kann in sehr viele Richtungen hinarbeiten. Wenn Sie aber versuchen, dem Ganzen eine Richtung zu geben, eine klare Ausrichtung, wo die Reise hingehen soll, na, durch ein entsprechendes Ziel, dann kann man sich darauf entsprechend ausrichten. Und dann ist nicht mehr die Frage, was können wir verbessern, sondern wir sind im Zielhorizont und müssen uns die Frage stellen, was müssen wir verbessern? Verbessern. Und dadurch kriegen Sie automatisch einen Fokus rein. Ja, hören Sie mal in Ihre Organisation rein. Was hören Sie? Ich habe keine Zeit. Na, ich bin so in den Projekten unterwegs. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Operatives Tagesgeschäft, weil sehr häufig eine klare Richtung fehlt, weil an viel zu vielen Zielen gleichzeitig gearbeitet wird. Und diese Fokussierung, die zwingt eigentlich dann dazu, auch sich die Frage zu stellen, was müssen wir auch sein lassen? Fällt natürlich häufig nicht immer schwer, seine geliebten Projekte vielleicht auch erstmal außen vor zu lassen. Aber das ist eine ganz entscheidende Sache, mit der man sich auseinandersetzen müsste und die durchaus durch diesen Prozess auch nochmal eine Diskussion anfacht in entsprechend der Geschäftsleitung oder in den Managementkreisen. Ja, und so können Sie das Spielchen wunderbar weitertreiben und über unsere Methodik hier entsprechend in die Zieltransformation einsteigen. Bis dahin, dass Sie natürlich auch das Ganze mit Ihrem Shopfloor-Management verbinden. Wer arbeitet mit Shopfloor-Management bei Ihnen? Super. Was passiert im Shopfloor-Management? Auf den entsprechenden Hierarchieebenen gibt es die klassische Regelkommunikation, wo man sich natürlich auch Gedanken macht zum letzten Tag, häufig so kategorisiert nach QKL, Qualität, Kosten, Leistung oder SQPDC-Boards. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Kategorien, nach denen sich so eine entsprechende Regelkommunikation richtet. Aber es ist ja auch eine Art von Kaskadierung, die da stattfindet. Idealerweise. So. Und wenn Sie jetzt hier dem Ganzen noch eine Richtung aus dem Hoshin-Prozess geben, dann kann sein, dass das Shopfloor-Management durchaus auch nochmal einen anderen Charakter bekommt. Dass vielleicht stärker Ziele aus der Unternehmensstrategie hier entsprechend mit aufgenommen werden müssen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir haben entsprechend diesen Zieleprozess etabliert.
Jeder kennt entsprechend seine Ziele und dann geht es idealerweise an die Umsetzung, die leider Gottes sehr häufig krankt. Und naja, jetzt muss ich mir natürlich auch als Führungskraft meine Gedanken machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt bleiben wir einfach mal der Einfachheit halber bei einer Liefertreue, wenn ich mir jetzt überlege, gut, ich bin jetzt hier im Ist und mein Ziel oder mein Nordstern, ich nenne es jetzt hier mal Nordstern, ist hier mein Ziel. Ich sage jetzt mal einfach, wir haben eine Liefertreue von 65% und mein Nordstern ist, ich will vielleicht auf die 85% Liefertreue kommen. 65% bin ich ja schon pleite. Bitte? Sie glauben nicht. Also 65% ist wirklich krass. Sie glauben nicht, wie viele Unternehmen mit 65% Liefertreue agieren. Nichtsdestotrotz, aber für das Unternehmen ist es auf jeden Fall, sagen wir mal, eine, würde jetzt mal sagen, eine Herausforderung, auf die 85% zu kommen. Hat vielleicht sogar schon fast einen Durchbruchscharakter, um eben nicht eben kurz vorm Bankrott zu sein. Also man hat schon so einen gewissen Sense of Urgency hier, wo man sagt, naja, also da muss jetzt was passieren, um das zu erreichen. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, wie gehe ich jetzt als Führungskraft damit um? Wie kriege ich jetzt meine Mannschaft dahingehend, dass sie sagt, naja, also auf dieses hehre Ziel lasse ich mich ein? Und da werden Sie viel, ja, häufig in Unternehmen nicht alle finden, die da irgendwie ein Befürworter sind. Die sagen, naja, ist ja eh nicht machbar und häufige Gründe, warum was nicht möglich ist. Und lassen Sie uns mal an der Stelle etwas diskutieren. Wenn Sie in der Früh aufwachen, warum freuen Sie sich, dass Sie in die Arbeit gehen dürfen? Auf was freuen Sie sich? Also übersetzt, ich gebe Ihnen noch mal ein bisschen Bedenkzeit von dem Hintergrund. Was macht Ihnen bei der Arbeit? Was macht Ihnen bei der Arbeit Spaß? So, jetzt hat. Was macht Ihnen bei der Arbeit Spaß? Warum gehen Sie in die Arbeit? Ja, trauen Sie sich. Haben Sie keinen Spaß bei der Arbeit? Ja, nicken. Ja, also, was macht Ihnen Spaß? Gestalten. Gestalten, super. Was noch? Wenn ich was in die Zielrichtung bewegt bekomme. Ja, es bewegt sich was. Bewegung Richtung des Ziels. Ja, was noch? Kreative Lösungen. Kreative Lösungen. Lösungen. Noch irgendwelche Vorschläge? Gehen Sie überhaupt in die Arbeit? So, was noch? Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Und Austausch. Ja, jetzt haben wir doch schon ein paar. So, es sind doch schon ein paar, die wir haben. Ich würde gerne mal ein kleines Experiment machen. Der Herr Nordmann, haben Sie Lust auf ein kleines Experiment mit mir? Und zwar folgendes, ich gebe Ihnen jetzt hier diese Kiste und Ihre Aufgabe besteht jetzt, diese Kiste zu Ihrem Hintermann zu geben. Sie dürfen es machen, wie Sie wollen. Ich gebe Ihnen alle Möglichkeiten, Hauptsache die Kiste landet bei Ihrem Hintermann. Haben Sie Lust, da mitzumachen? Ja, klar. Okay, super. Bitte schön. Vielen Dank. Dann gebe ich Ihnen die Kiste weiter. Muss ich sie annehmen? Vielen Dank. Dankeschön. Das haben Sie toll gemacht. Ja, finde ich gut. Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben. Darf ich Sie fragen, wie haben Sie sich gefühlt? Normal. Wenig Begeisterung zu sehen. Naja, aber ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil Sie durften gestalten. Nein. Ich habe ihm gesagt, er kriegt alle Freiräume. Die Zielrichtung war nicht bekannt. Ja, doch, die Zielrichtung zum Hintermann. Ja, aber was das bringen soll. Ja, genau, was das bringen soll. Die also Sie haben sich Richtung Ihres Ziel bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, haben es auch erreicht. Ich habe Ihnen auch gesagt, Sie können es machen, wie Sie wollen. Sie konnten Ihre kreativen Lösungen mit einbringen. Naja, also Selbstverwirklichung, Austausch, ja, Sie konnten sich schon austauschen und ja. Aber trotzdem war es jetzt nicht so prickelnd für Sie. Sie haben gesagt, es war normal. Weil was gefehlt hat?
Ja gut, ich meine, der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck und vor allem ja auch so eine gewisse Weise, ja, so eine Herausforderung. Ja. Die irgendwo vielleicht auch so abgegangen ist. Ja. Und es hat eben sehr viel damit zu tun, also übrigens das mit der Herausforderung, das trifft, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht auf alle Mitarbeiter zu. Es gibt immer, vielleicht kennen Sie diese 20-60-20-Regel. Also 20%, die sind ganz gierig auf Herausforderungen. Die 60% im Unternehmen, die sagen, naja, nehmt mich mal mit, ich mache schon irgendwie mit. Ja, das sind die, die dann bei der Lieferperformance da auch schauen, dass die Hütte nicht abbrennt. Die machen mit. Und die 20% sagen, nee, lasst mir doch in Ruhe, ich mache da einfach nicht mit. Die haben Sie immer im Unternehmen, die Widerstand zeigen. Witzigerweise, das sind die, wenn Sie mal privat nachhören, die irgendwo Vorstand im Kaninchenzüchterverein sind oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber kaum betreten Sie das Betriebsgelände, haben Sie von dem Thema irgendwelche Herausforderungen annehmen, wissen Sie gleich gar nichts mehr. Also mit den 20%, sage ich Ihnen gleich, müssen Sie immer leben, aber mit den anderen 80%, da können Sie ganz gut was anfangen. Und mit denen arbeiten wir mal. Die anderen lassen wir jetzt mal außen vor. So, jetzt haben Sie also, ich gehe nochmal schnell hier auf diese Seite. Jetzt haben Sie also entsprechend, sagen wir mal, wo wir gerade stehen. Den Herrn Nordmann haben wir da. Der hat jetzt hier, genau. So, der hat jetzt, was habe ich mit dem jetzt gemacht? Der Nordmann, der hat im Moment ein Ziel bekommen in seiner sogenannten Komfortzone. Genau. Ja? Genau so war's. Was ist die Komfortzone? In der Komfortzone kenne ich da die Lösung. Haben Sie die Lösung gekannt? Eigentlich haben Sie nicht groß nachdenken müssen. Ja. Ich habe mal überlegt, wie ich es verbessern kann. Ja, genau. Ich wollte es eigentlich in der Krieger einfach so zurückgeben. Genau. Haben Sie den Weg gekannt? Ja, da haben Sie auch nicht groß nachgedacht. Weg haben Sie auch gekannt. Genau. War es eine Herausforderung? Schon. Extrem Herausforderung. Eigentlich nein. Haben Sie Wissen aufgebaut dadurch? Ja, wie man es hätte besser machen können. Ja, also, aber so wirklich durch das Doing wissen, nein. Waren Sie motiviert? Nein. Auch nicht. So. Auch nicht wirklich. Nee. Ja? Weil eben der Weg für Sie entsprechend bekannt war. Ja, Sie sind schnurstracks dahin gegangen. Das ist die Komfortzone. Jetzt gibt es natürlich Gott sei Dank noch eine andere Zone. Gott sei Dank ist jetzt etwas übertrieben. Das ist die sogenannte Angstzone. Die wird häufig auch die Panikzone genannt. Ja, was passiert in der Panikzone? Da wird ein Ziel gesetzt, das ganz weit weg ist. Vielleicht bei dem einen oder anderen die 85%. Wenn so ein Ziel in dieser Angst- oder Panikzone gesetzt wird, was passiert dann mit unserem Mitarbeiter hier? Ist für den die Lösung bekannt? Nein. Kennt er den Weg? Auch nicht. Ist es für ihn eine Herausforderung? Vorsicht. In dem Sinne ist es keine mehr, sondern es ist eine Überforderung. Auch nicht. Das heißt, er baut sicherlich auch kein Wissen auf und es wird auch für ihn keinerlei Motivation mehr sein. Das kommt auf den Typ drauf an, ja. Und deswegen gibt es jetzt eine, Gott sei Dank, dritte Zone. Ich finde das schon attraktiver als das andere. Genau. So ist es. Deswegen haben wir hier noch was freilassen. Wie heißt die, unsere dritte Zone? Hat jemand eine Idee? Zielkorridor. Zielkorridor? Ja, den Zielkorridor haben wir hier eigentlich schon, weil wir hier so eine Wissensgrenze auch haben, ja. Hier sind wir noch... Bitte? Die Kampfzone. Hier haben wir die Wissensgrenze. Ja, genau. Wer hat Lernzone gesagt? Jemand hat Lernzone gesagt. Ja. Lernzone. Das ist die Lernzone. Zone. So. Jetzt nehmen wir mal an,
Der Herr Nordmann bekommt sein Ziel in der Lernzone gesteckt. Was wird hier passieren? Also er wird jetzt schnurstracks bis zu einer Wissensgrenze gehen, aber da kennt er sich aus. Aber in der Lernzone, was passiert jetzt hier? Der probiert was aus. Ja? Er probiert was aus. Also ab hier wird er irgendwie seinen Weg ausprobieren. Ja? Er wird experimentieren, er wird ausprobieren und wird vielleicht irgendwann mal hoffentlich sein Ziel erreichen. Dadurch, dass er ausprobiert, was passiert da? Der lernt den Weg kennen. Ja? Also die Lösung kennt er nicht, weil er probiert ja aus. Er kennt den Weg kennen, also er kennt ihn noch nicht. Aber für ihn, hatten wir gesagt, ist es ja eine Herausforderung. Und wie Sie gesagt hatten, er fängt an auszuprobieren, er lernt daraus. Also er baut Wissen auf. Und er ist dabei entsprechend motiviert auf dem Weg dahin. Jetzt muss man hier nur aufpassen. Denn wenn wir experimentieren und ausprobieren, dann heißt es, wir werden auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Bis zu einem gewissen Grad darf er Fehler machen, weil aus Fehlern hat uns Taichi Ono gelernt, lernen wir. Ja? Die Frage, lassen wir Fehler zu? So, und das ist genau die Frage, lassen wir die Fehler zu? Haben wir eine Kultur, wo wir Fehler zulassen, oder kriegen wir gleich mal eine auf die Mütze, wo wir entsprechend, sagen wir mal, keine Fehler machen dürfen und die Fehler geschickt unter den Boden kehren? Das bedeutet also, hier lernen wir. Wir experimentieren. Und probieren Dinge aus und bauen eben Wissen auf. Und Ähnliches, um wieder zurückzukommen, machen wir ja in der Umsetzung auch. Also wenn wir wieder zu unserem berühmt-berüchtigten Bowling-Chart zurückkommen und wir hier entsprechend unsere Ziele und unsere Kennzahlen definiert haben und idealerweise die Ziele so definiert haben, dass sie irgendwo in der Lernzone sind, wird es unterjährig so ausschauen, dass nicht alles und Gott sei Dank nicht alles im grünen Bereich ist. Sprich, wir werden mal Monate haben, da sind wir eher im roten Bereich, und wir werden Monate haben, da sind wir eher im gelben Bereich. Aber das ist auch gut so, weil wir eben auch aus unseren Themen lernen wollen und eben unsere Ziele nicht nur rein in der Komfortzone gesteckt haben wollen. Aber Fehler müssen zugelassen werden. Und da kommt natürlich jetzt wem eine ganz wichtige Aufgabe zu? Die Führungskraft. Die Führungskraft. So, und jetzt geht es darum, was macht die Führungskraft? Was macht die Führungskraft hier in dem Prozess? Sie lässt einen Korridor zu. Sie lässt einen Korridor, super. Also, sie lässt einen Korridor zu, den Zielkorridor. Und solange man sich so in dem Zielkorridor bewegt, ist das Ausmaß noch irgendwo erträglich. Kritisch wird es vielleicht nur, wenn ich den Korridor verlasse, wo sie eben agieren muss. Das heißt, die Führungskraft, die wir hier haben, die muss natürlich irgendwie in einer gewissen Weise steuern. Ist klar, dafür ist ja die Führungskraft. Was macht sie noch, neben dem, dass sie den Zielkorridor vorgibt? Unterstützen. Sie unterstützt. Wie unterstützt sie? Mit Ressourcen, ja. Wie unterstützt sie noch? Coaching. Coaching, ja. Was bedeutet das? Ja, Feedback geben, ihn dabei unterstützen, den Weg zu finden. Genau. Weg finden, Coaching und ihn eben hauptsächlich nicht die Lösungen sagt, sondern eher durch Fragen durch diesen Prozess führt. Weil wir eben wissen, durch Fragen stellen kommt mein Gegenüber in die Reflexion und baut dadurch eben das Wissen auf. Aber wenn ich natürlich als Führungskraft die Lösungen vorsage, ja, dann entwickelt sich natürlich mein Mitarbeiter nicht mehr. Dann wird er nicht mehr experimentieren und seinen eigenen Weg finden. Und dieses müssen wir natürlich auch den Führungskräften antrainieren. Denn wenn sie jetzt solche Situationen haben, wo sie tatsächlich eine negative Abweichung vom Plan haben, wo sie gelb oder rot sind, dann ist das Erste, was kommt, wer war schuld? So, und dann passiert Folgendes, dass man sich überlegt, oh Gott, deswegen hoffentlich gibt er mir nicht die Schuld. Und dann kommt gleich die nächste Frage, ja, aber ich sage Ihnen jetzt, was zu tun ist. Wumm.
Ja, wie motiviere ich dann die Mitarbeiter? Wie baut sich dann überhaupt Wissen auf? Gar nicht. So, jetzt darf man aber natürlich den Führungskräften nicht immer einen Vorwurf machen. Warum darf man den Führungskräften keinen Vorwurf machen? Ja, weil sie es häufig nicht gelernt haben. Sie haben es deswegen nicht gelernt, weil sie sehr häufig, wenn man mal hier sagt, das ist auch wieder hier mein Arbeitstag, und wenn man sagt, naja, ich bin jetzt hier noch, sagen wir mal, eine sehr junge Führungskraft, wo früher vielleicht noch, wenn man sagt, das ist hier so mein Karriereweg, war halt mein großer Anteil operatives Tagesgeschäft. Ja, war mein großer Anteil, da musste ich noch nicht viel führen. Aber je weiter ich natürlich nach oben gekommen bin auf meinem Weg, desto größer ist natürlich der Anteil an Führungsaufgaben gekommen. Jetzt haben sich aber viele Führungskräfte damit schwer getan, weil die wurden sehr schnell zur Führungskraft, waren Spezialist in ihrem Unternehmen und haben Führung eigentlich nie gelernt. Das heißt, sie sind der eigene Spezialist und der eigene Boss und wollen das vielleicht noch weiterhin ausführen. Was passiert? Dieser Anteil von Führung, der kommt jetzt gedanklich hier nach oben, on top. Und was kann man jetzt machen? Man kann sich überlegen, mache ich Überstunden? Nein, ich bin eine faule Führungskraft. Ich reduziere mein Thema Führung auf das Geringste, mache weiter meine operative Führung und bin, naja, mit den Aufgaben, wo ich, sag ich mal, als Führungskraft betraut bin, um die kümmere ich mich. Naja, da gehört ein Thema mit dazu, was eben klassische Managementaufgaben sind. Also Managementaufgaben, so in Meetings sitzen, Ziele definieren mit den Mitarbeitern, Planungen machen, Ressourcenplanung. Und vielleicht noch so ein kleiner Teil klassische Führungsaufgaben, also Führung, wo ich tatsächlich mal zum Mitarbeiter gehe und mit ihm spreche und Zielvereinbarungsgespräche mache, was eh schon genug viel meiner Zeit kostet. Aber wenn ich jetzt mal so das Thema danach stelle, wie nah ist denn die Führungskraft tatsächlich an den Mitarbeitern und coacht sie durch den Prozess, wird die Zeit schwindend gering. Schwindend gering. Und da hat die Führungskraft natürlich eine hohe, große Herausforderung. Auf der einen Seite ist die Führungskraft, muss professionelle Distanz wahren. Auf der anderen Seite soll sie Nähe wieder zu den Mitarbeitern suchen, vor dem Hintergrund, dass sie gar nicht die Zeit hat, und durch den Prozess coachen. Und hier liegt am Ende des Tages der Schlüssel jeglichster Strategie- und Zieleumsetzung, dass die Führungskräfte dahin entwickelt werden und auch dahin gecoacht werden, dass sie tatsächlich ihre Führungskräfte durch den Prozess führen und sie dahingehend coachen und entwickeln, was entsprechend dann zu tun ist, wenn wir eben entsprechend Abweichungen haben. Und da bedienen wir uns ganz klassisch den Werkzeugen aus dem QM, Problemlösungsprozesse, die hier eine große Rolle spielen. Ja, und idealerweise, um zum Schluss zu kommen, haben Sie natürlich auf den verschiedenen Ebenen entsprechende Reviews, um hier nochmal so ein Beispiel aus der Praxis zu bringen, wo dann die Führungskräfte dahingehend auch trainiert werden, wie sie entsprechend diese Zielgespräche und diese Reviews mit ihren Führungskräften machen und eben durch Fragen durch diesen Prozess begleiten. Ja, das sind so mal die wesentlichen Vorteile von Hoshin Kanri. Einmal, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das Thema der Fokussierung. Nicht zu weit oben schon zu viele Ziele definieren, sondern die Ziele lieber in einen effektiven Zieltransformationsprozess zu bekommen und in dritter Stufe die Entwicklung der Führungskräfte, was die Umsetzung dieses Themas angeht. Wie Sie da anfangen, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Idealerweise starten Sie top-down. Das haben Sie nicht immer im Unternehmen, weil bis Sie 5 Vorstände überzeugt haben, fangen Sie lieber erstmal in einer Organisationseinheit an, in einem Werk, in einem Standort. Das funktioniert genauso gut erfahrungsgemäß, weil wenn Sie da so einen kleinen erfolgreichen Keim haben, dann wird der automatisch auch entsprechend weiter sprießen. Sie können auch sich auf ein Thema fokussieren, auf eine Zielsetzung, bis hin auch zu einem ausgewählten entsprechenden Wertstrom oder auch erstmal auf einer obersten Ebene anfangen. Also die Startmöglichkeiten sind
aus der Erfahrung her sehr, sehr breit. Wichtig ist, dass sie starten und dass sie mal Erfahrung in diesem entsprechenden Prozess finden. Ja, insofern wären wir eigentlich schon beim Ende. Was wir auch noch immer machen, ist so eine Strategie-Umsetzungsreifegrad-Befragung. Wer da Lust hat, kann sich gerne mal auch an mich wenden. So Benchmark-Studien in Sachen Lean und Strategie. Ebenso auch, für wen es interessant wäre, im April unser nächstes Hoshin-Kanri-Seminar, zweitägig in München. Ja, und insofern wäre ich jetzt auch mit meinem Vortrag am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin natürlich jetzt auch noch auf Ihre Fragen gespannt. Vielen Dank.